dieses Feld, Digga. Leute, heute spielen wir Heyday. Ja, ich spiele das seit Ewigkeiten schon. Das ist ein ziemlich geiles Spiel. Das wird gerade in unserer Klasse hart gesuchtet. Und ja. Wir werden es heute ein bisschen spielen. Erstmal werde ich das ganze Feld auffüllen. Weil sonst habe ich wieder keine Ressourcen und ich brauche Ressourcen. Wie zum Beispiel Baumwolle. Einer aus meiner Dingens braucht Hilfe. Komm, gib ihm Kekse. So, hier ein bisschen Kuhfutter habe ich gemacht. Hühnerfutter und hier habe ich mein ganzes Himbeerfeld. Ich habe da ein riesiges Himbeerfeld. Oh ja, und ein paar Bäume sind noch tot, aber normal. Rein. Rein. Und ich kann das Schiff endlich wegtun. Und es gibt natürlich einen Zeitbonus, weil ich das sehr schnell gemacht habe, eigentlich, finde ich. So, und was habe ich jetzt bekommen? Ah, ein blaues Ticket. Okay, blauer Gutschein. Denn, warte mal, Leute, ich brauche Gutscheine, damit ich mir einen Hund kaufen kann. Ich brauche noch 4 von den grünen Gutscheinen und dann geht's ab. Wir gehen einfach mal zu einem Typen, den ich gerade beobachte. Kerzen. Alter. Kann ich noch gar nicht haben. Ich habe nicht mal mehr Brot. Kein Weizen. Ja, perfekt. Verkauft, 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 verkauft. Ich habe Sachen verkauft. Ich packe jetzt wieder was rein. Zwar für den Maximalpreis, aber das ist gut. Weil die Leute kaufen das auch für den Maximalpreis. Ah, die Scheune ist voll. Dann packe ich einfach 20 Eier einfach rein in den Straßenverkauf. Verkaufe ich, dann hole ich mir meine Eier ab. Ah, da. Oh, Junge, hol dir das Ei jetzt. So, zack. Oh, ich hab eine große Säge bekommen. So. Ah, Weizen ist fertig. Baue ich noch ein paar davon an. Ah, ich kann ja jetzt auch noch einen toten Baum wieder wegtun. Das nächste Schiff kommt in 4 Stunden. Dafür brauche ich Speckkuchen, brauner Zucker und Käse. Okay, werde ich das mal machen. Käse, Käse. Und dann werde ich die hier mal erstmal die ganze Milch snacken. Dann werde ich die wieder füttern. Ja, das ist echt super angenehm. Ah, Baumwollstoff ist fertig. Kann ich mir dann schon eine Baumwolle machen? Ja. Und Schweinefutter kann ich nicht machen. Das kann ich auch nicht machen. Das kann ich ebenfalls nicht machen. Habe ich gar kein Mais mehr, oder was? Null Mais? Aber ich habe Mais angepflanzt. Oder habe ich das? Ja, habe ich. Wenigstens das. Also unsere Dingens ist schon, ich hab, wir haben 1956 Hufeisen. Okay, ich habe 57 Sojabohnenfelder nicht geschafft, aber dafür 3 Schiffe beladen. Der Sumpf der Nudel, also Sumpfnudel, auf YouTube ist der Sumpfnudel, hat das geschafft, der Christmas tut das. Der Typ das macht er gerade und die macht das. Die macht einfach alle irgendwas, was bis zum Derby-Ende geht. Kann ich dich auch ne? Ja, ich kann auch eine machen. Ich kann ein Schiff beladen und entsenden. Das kann ich machen, das nächste. Naja, wenn das nächste das vorbeikommt, ne? Also das in 3 Stunden 56 Minuten kommt. Da werden wir uns erstmal vorbereiten. Ey. Mit Speckkuchen. Was brauchen wir denn nochmal noch? Brauner Zucker weiß ich noch aus dem Gedächtnis. Und Käse. Käse bin ich auch gerade machen, ne? Ja.
Wie viel Milch habe ich überhaupt noch? 10. Das ist natürlich gut. Aber ich muss auch erstmal darauf warten, dass der Mais fertig wird. Der ist in 10 Sekunden fertig. Oh, da liegt sogar noch eine Kiste. Oh, noch ein geiles Dynamit. Um Stein weg. Okay. Mais. Jetzt mache ich nämlich erstmal Hühnerfutter wollte ich machen, ja? Also bei dem einen Hühnerfutter, bei dem anderen eigentlich Kuhfutter, aber ich habe gar keine Bohnen mehr, also keine Sojabohnen. Warum habe ich überhaupt gar keine Sojabohnen mehr? Zuckerrohr, das. Habe ich überhaupt gar keine Sojabohnen mehr? Also null. Das ist natürlich scheiße. Wir gucken erstmal hier noch ein bisschen durch. Die Zeitung. Ob irgendwer Sojabohnen anbietet? Nein. Da gucken wir einfach mal unsere kompletten Freunde durch. Das hier ist Grilli LP. Solltet ihr eigentlich auch kennen. Das ist jemand aus meiner Dingens. Das ist Tito LP. Und das ist Christmas Toast. Christmas Toast hat auch ein YouTube-Kanal. Checkt auf jeden Fall auch mal ab. Speckkuchen hole ich mir. Brauche ich halt auch und deswegen hole ich mir den. Ja, ich wollte gerade eben eigentlich auch Clash Royale aufnehmen, weil es gibt ja eine neue Banditen-Challenge. Da habe ich jetzt aber auch meine Gratis-Teilnahme. Es gibt ja eine Gratis-Teilnahme. Die habe ich jetzt auch schon verplimpert. Weil da waren halt einfach so welche aus meiner Klasse, die haben mich die ganze Zeit angerufen. Die wussten nicht, dass ich aufnehme, aber die haben mich halt die ganze Zeit angerufen, die wollten irgendwas machen. Ja, das hat mich ein bisschen abgefuckt. Nein, tut mir leid, das kriegst du nicht. Sie kriegen das auch nicht. Ah, alles klar. Warum gucke ich da eigentlich immer wieder drauf? Kann ich hier nicht irgendwo was machen? Irgendwie irgendwas? Hallo? Einfach eine Baumwollmütze. Finde ich irgendwas Unnötiges, was ich überhaupt nicht brauche? Nö, eigentlich nicht. Ich brauche nur noch einen von diesen Holzschindeln hier. Damit ich mein Silo auf 200 Kapazität verbessern kann. Kapazität? Ihr versteht? Gut. Ich habe irgendwas zu tun hier. Ich kann noch was Speck und Eier machen. Ah ja, dieser kleine Fratz hier ist Tom. Der besorgt euch immer Sachen, die ihr halt einfach haben wollt, besorgt er euch. Aber ihr müsst halt den wieder. Man hat halt 3 Tage, kriegt man den gratis. Danach muss man den anstellen. Ja, hier seht ihr es mal. Also, ihr habt hier zum Beispiel keine Schaufeln. Dann sucht er für euch nach einem Angebot für Schaufeln und dann bringt er. Dann gebt ihr dem das Geld für die Schaufeln und dann bringt er euch das. Man muss dann halt immer anheuern für 15 oder so Juwelen. Deswegen blöd, ne? Ja, Hund kann ich nicht platzieren. Ich werde aber erstmal noch ein paar Schweine hier rein platzieren. Alter. Was war das denn gerade? Doch, da ist eine Sojabohne. Aber trotzdem will ich jetzt Sojabohnen und nicht in 10 Minuten. Kommt irgendwie irgendwer irgendwas. Lülnatz. Der könnte doch noch irgendwas haben, außer halt. Eier kann ich holen. Man, das ist so dumm. Manchmal kaufe ich einfach irgendwas, was gar keinen Sinn macht. Jetzt habe ich nur noch 5000, weil ich mir auch eben die Schweine geholt habe. Ja. Den Typ können wir noch kurz wegschicken. Ja, Leute, ich würde sagen, war zwar eine ziemlich kleine Folge, aber dafür habe ich euch mal Heyday gezeigt. Ihr kanntet eh schon Heyday locker, aber trotzdem. Und ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram @gamer650. Abonnieren und liken nicht vergessen. Ciao.
Ah!